Jeden Tag sind auf deutschen Straßen tausende Entsorgungs-LKWs im Einsatz und sammeln unsere Abfälle ein. Diese werden je nach Material getrennt gesammelt. Ein immer stärker werdendes Problem dabei, die unsachgemäße Entsorgung von Batterien und Akkus. Die Zahl der Brände in Fahrzeugen, Entsorgungsanlagen und Betriebshöfen nimmt aus diesem Grunde stetig zu. Ja, wenn die Batterie falsch entsorgt wird, zum Beispiel in einer gelben Tonne oder in irgendeiner anderen Tonne, dann wird sie mechanisch beansprucht, zum Beispiel im LKW oder halt hier in der Anlage. Die geht kaputt, kriegt einen Kurzschluss dadurch und geht dann in Flammen auf bis hin zu einer kleinen Explosion. Und dadurch können halt solche Anlagen komplett abbrennen und im schlimmsten Fall halt auch Menschenleben in Gefahr gebracht werden. In den letzten 13 Jahren hat sich die Zahl der verbauten Lithium-Ionen-Batterien mehr als verdreifacht. So befinden sich diese Akkus unter anderem in Computern, Mobiltelefonen, E-Bikes, Autos und Elektrowerkzeugen wieder. All diese Geräte haben nur eine begrenzte Lebensdauer und so wandern viele nach wenigen Jahren in den Abfall. Das Aufkommen an Lithium-Ionen-Batterien ist in den letzten Monaten und Jahren massiv gestiegen, auch im Zusammenhang mit der E-Mobilität. Die unsachgemäße Entsorgung vieler dieser Batterien ist in mehrfacher Hinsicht ein Problem. Zum einen verlieren wir wertvolle Rohstoffe, zum anderen, und das ist gefährlicher, wächst das Brandrisiko nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Entsorgungsunternehmen, sondern vielfach auch für die Kundinnen und Kunden, für die Verbraucher. Was kann nun der Verbraucher tun? Eine sachgemäße Entsorgung und das Recycling fängt beim Sammeln und Sortieren an. Viele Menschen sorgen ihre Altbatterien in den falschen Tonnen. Das sind zum einen die gelbe Tonne oder auch die Papiertonne. Das kann zu Bränden führen, ist nicht schön und auch gefährlich für alle Mitbeteiligten. Besser ist es, die Altbatterien in den Einzelhandel oder kleinen Läden zu entsorgen. Das kann man entsprechend über so eine Boxen tun. Das sind sogenannte Altbatterien-Recycling-Boxen. Und dort kann man diese Batterien entsprechend reintun und entsorgen. Und der Einzelhandel wiederum sammelt denn diese Boxen zusammen in so einen größeren Behälter und bringt die dann entsprechend zu den Recyclinghöfen, die das Ganze entgegennehmen. Lithiumbatterien und Akkus sind gefährlich. Sie gehören nicht in den Restmüll, auch nicht die gelbe oder blaue Tonne, sondern müssen gesondert erfasst werden. Wenn das jeder Verbraucher beherzigt, dann gelingt Recycling und die Wiedergewinnung wichtiger Ressourcen. Und die Entsorger können beruhigt und ohne Brandgefahr ihre Arbeit machen.